Ferdi Fuchs ist schon ganz aufgeregt. Er trifft nämlich seine Verwandtschaft auf dem Internationalen Fuchskongress. Dort sieht er Willi, den Wüstenfuchs, und Paul, den Polarfuchs. Er wundert sich, warum die Verwandten sich so wenig ähneln. Willi hat so riesige Ohren, Pauls Ohren dagegen sind winzig. Paul erklärt ihm, dass es bei ihm am Nordpol immer sehr kalt ist und er sonst immer an den Ohren frieren würde. Durch die kleinere Oberfläche verliert er weniger Wärme. Bei Willi in Afrika ist es immer sehr heiß. Durch die großen Ohren kann er viel Körperwärme abgeben und sich so vor der Hitze schützen. Da Ferdi im gemäßigten Klima wohnt, braucht er weder riesige noch winzige Ohren. Seine Ohren sind mittelgroß. Zurück in der Schule erzählt er seinem Lehrer davon. Der kennt das schon und sagt, dass dies die Alensche Regel sei und bei allen Vögeln und Säugetieren vorkommt, auch bei Elefanten.